Büsti, du hast ja richtig. Was los? Büsti, du hast ja richtig gepappt, alle Länder. Ich habe auch den Kongo. Ja, ich habe gelesen. Deutsch-Kongo, Deutsch-Indien, hast ja Die alles. Briten erobern aber gerade den Kongo. Ich verstehe nicht ganz, warum die das machen. Aber wobei, das ist wahrscheinlich der Vasall. Ich habe Okay, jetzt hat der Franzose sich Beispiel wenigstens aufs mal hinter ne Ding zurückgezogen. Kessel. Hinter Ja, das ein wird ihn auch nicht mehr retten. Plus. Vermutlich Ja, nicht, aber zwei trotzdem. Provinzen muss er halten. Wenn es jetzt Nee, ordentlich nee, wenn das macht, kann ganze er Land es bis noch. auf die Hauptstadt gefallen ist, gibt es auch Kapitulation, glaube ich, ziemlich schnell. Vor Naja, er allem, steht ja noch nicht vor Paris. Oh, die USA ist dazugekommen. Nee, die Philippinen. Die USA ist schon längst dabei. Ja, Ah die ja, haben stimmt, nur die die haben Paris Philippinen verloren. reingeholt. Ja, stimmt, die Rippen. Ach ja, stimmt, mit Mexiko gibt's ja auch noch. Ja, und Guck mal, was Mexiko die würde für euch gerne im Fleiß Krieg dabei kann. haben gegen Amerika. Ja, Das Mexiko liegt daran, ist, ist cool. existiert nicht mehr lange. Heiko, hilf mir schnell, wir können einen kleinen Teil der französischen Division kesseln. Bin schon dabei. Halte die Schokoladenfresser davon ab. Frankreich sah noch nie so ungesund aus. Das stimmt. Ah, doch, 1917 sah es ungefähr ähnlich aus. Olle. Schwarz, schwarz, gelb und grün. Ich meine, Was ist das okay, Gute? das war 1918 dann, ich meine, mit der mit dem spanischen Fieber. Er schickt mir Doch, Charles im de Deutschen was? Gaulle. Ich habe wichtige Städte erobert, wie Ey, Dijon Japaner, würdest du bitte nicht weiter gegen deutsche Provinzen vorrücken? Und das ist nicht Bacon der oder was? Plan. Wieso, wo sind denn? Ah, da sind. Ah, Akko? ja. Noch eine neue Stadt. Ich. Wieso ist die Sowjetunion noch am Leben? Ist sie nicht, das ist halt so ein Da Ding, ist eine doch ist. Sowjetunion, die bei mir Ja, weil sie einmarschiert. kapituliert haben und nicht annektiert wurden direkt, weil wir noch den Franzosen besiegen müssen. Außerdem fehlt da, glaube ich, noch was oder sowas. Wer hat eigentlich den zweitmeisten Warscore? Der Türke? Ja, der Türke oder Türke. so. Ich habe mich gar Türke? nicht angemeldet. Ich hab mehr als Heiko. Aha, alles Ja klar. gut, ich kämpfe auch nur gegen Frankreich. Wie hast du eine 500.000 Mann verloren? Wie hast du das denn geschafft? Ich? Ja. Afrika lässt grüßen. Afrika und Versorgungsmangel und ich renne schon die ganze Zeit gegen den Franzosen. Ja. Ja, ich Türke, du auch. willst, dass ich den Typen jetzt den Krieg erkläre, oder? Wem? Was? Wem? Den Türken? Der Türke will, dass ich jetzt Iran und so den Krieg erkläre. Ja. Iran und Saudi-Arabien warten bitte noch kurz, bis meine Truppen da sind. Aber Iran kannst du schon mal noch fliegen. Er hat irgendwer Westen hier übrig. Ein paar Gewehre. Nee. Ja, wer bist du? Österreich, hab ich mir fehlen 5.000. Ich gebe dir so 70.000, okay? Okay. Also, Wüsti, du sollst unbedingt Paris jetzt einnehmen und 1431 sah Paris ähnlich aus, nur durch England besetzt. Warte, Echt was? jetzt? Luxemburg? Ja, der Gott der Halbe, Frankreich, Gott der Ich Halben, gebe dir England. nie 60.000 niederländische Waffen, Scheiße. okay? Ja, aber das war England. England wäre rot. Trotzdem, also so habe ich Frankreich noch nie gesehen. Sagst so die Schweiz. Stimmt, und Schweiz rennt auch noch gegen Warte, habe ich Frankreich jetzt an. once geklickt oder durchgehend, Österreicher? Nein, ich habe noch nicht geklickt. So. War Johnson-Gewehre? Wo hast du die Ich würde her? sagen, die Schweiz hat den wichtigsten Faktor in diesem Krieg gespielt. Wir Eigentlich brauchen nicht, nee. Wüstenfuchs, wir brauchen Eigentlich war Panzer. das Spanien und Ich bin schon da mit Deutschland meinem und Panzer. Italien. Italien konnte hier durchbrechen, Spanien hier und Deutschland hat eigentlich die Maschinenlinie überquert. Ich muss mich gerade um was anderes kümmern. Warum mache ich eigentlich zwei Invasionspläne, wenn sie eh nur einen halben ausfüllen? Habt ihr mich jetzt hier eingesperrt? Ja. Was hast du erwartet? Du bist die Schweiz. Jetzt darf ich mitspielen. Du darfst eher deine Neutralität bewahren. Du darfst nicht mit den großen Jungs spielen im Sandkasten. So sieht's aus. Muss man noch wissen als Schweiz. Ey, wir haben das Judengold von den Deutschen bekommen, also. Boah. Die Schweiz hat so vieles bekommen. Überlegt mal, zwei Weltkriege und sie waren nicht einmal daran beteiligt. Ja. Eiklinge. Der hat Und doch die das Kalten obwohl, Kriege ey, ich gewonnen. bin Deutscher, lasst und mich. das obwohl eigentlich die Schweizer Neutralität jeder Nation in dem Krieg egal war. Ja. Sie haben sogar gegen Ende haben sie ja sogar unabsichtlich die Schweiz bombardiert.
Nicht unbeabsichtigt. Die Deutschen hatten ein U-Boot. Die Deutschen hatten in der Schweiz so ein U-Boot-Depot, also wo sie gebaut haben, und da kamen dann aus Versehen amerikanische Bomber genau darüber. Du kannst nicht sagen, dass das aus Versehen war. Natürlich, das war aus Versehen. Das war nicht geplant. Ich habe mit einer älteren Frau gesprochen, die in Schaffhausen damals dabei war. Da kamen Brandbomben und alles runter, das war ganz schrecklich. Eieiei. Ah, ein bisschen Brandbomben haben noch keinem geschadet. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Feuer. Bringt Arbeitsplätze und muss die steuern. Wenn unsere Kunden damit verbunden, ist Heiko, bitte. Am Ende das scheißegal. Türke, wieso? Bin ich gegen die Türkei? Wieso bin ich gegen die Achse? Oh, ich bin ja gegen die Achse. Ey, Leute. Du bist als Japan gegen Gott und die Welt im Krieg. Willkommen. Ja, aber wieso? Ich hab doch niemandem was getan. Ja, aber warum eben was? Doch, du bist gegen doch. Was die Bulgaren unterstützt. Genau. Japan? Warum rückst du da vor? Warum befinden sich gleich japanische Streitkräfte in einem Hoheitsgebiet? Welches Hoheitsgebiet? Bei Alnata. Wenn tatsächlich vor langer, langer Zeit falsch gelegen ist. Ich kann meine Waffe, die Deutsche in Frankreich benutzen, fällt mir gerade auf. Ja, wäre genial als Deutscher, ne? Ja, das ist mir jetzt ganz spontan aufgefallen, dass ich sowas besitze, ja. Lebt Luxemburg Mexiko da oben will noch? Mit mir nicht Angriffspakt. Hä, warum sollte ich Mexiko... Hat irgendwer angreifen? Fallschirmjäger? Nein. Nee. Bringen aber auch nichts. Warum? Weil die wahrscheinlich all ihren wichtigen Provinzen Truppen haben. Ja, und weil aber... du es im Stream sagst. Ja, ja gut, dann muss ja nicht in Paris landen oder so. Alter, Luxemburg hat 11 Militärfabriken. Ah, alles klar. Ja, Luxemburg kann sich durch seinen Fokus richtig hochpushen. Ja, ist egal. Lieber Österreich. Was? Ja. Luxemburg? Ja. Ich will nichts sagen, aber aus irgendwelchen Gründen befinden sich kroatische Einheiten in deinem Land. Was? Das ist skandalös. Ja gut, ich brauche dann ich nehme ein paar Truppen weg. Jo, ciao. Der Russland-Spieler schwickt. Hallo? Ist schon wieder hier die kroatische Unabhängigkeitsfront aufgestiegen? Oh nein. Nein, nein, ich glaube es ist Kroatien. Oh, ich hab keine Truppen, obwohl, doch, kann ich machen, warte. Du hast Truppen, zieh welche ab. Weil sieht aber auch neue, komisch aus, so. Schnell und Luft. Kann ich das aus meinem Bereich aussuchen? Krieg ich nicht mehr. Ich will dann aber einen Kuchen abhaben von Frankreich. Du kriegst den Kuchen abhaben. Yay! Kriegst eine afrikanische Kolonie? Als Österreicher. Soll sowas geben, dass man immer automatisch alle Ressourcen einkauft? Ja. Ich brauche eine Kolonie in Österreich. In Afrika als Österreicher. Ja, okay, du. Weil ich Österreich will. Keine Ahnung, irgendwas. Vielleicht über. War das jetzt die Begründung oder? Nein, weil ich. Nein, einfach so. Oh, der britische Inder wird gerade von Japan besiegt? Was? Japan besiegt wow. Den British Inder, oder? Ja, langsam kriegt. Nein, der deutsche Kongo! Nein, die Briten erobern unser German East Indies! Gar nicht gut! Deutsche bricht an einer Stelle durch in Frankreich Front! Ja! Ich weiß, das. Sag's halt im Stream, du cleverer Bastard! Als ob er das nicht gemerkt hat, das ist eine Provinz vor Paris! Oh! Ja, jetzt weiß es auf jeden jetzt Fall! Jetzt ist es raus! Ja, jetzt. Oh, Mann, weißt du eigentlich, ich hab das auch schon von selbst gemerkt. Ich war mir nicht sicher, ob du es selbst gemerkt hast. Das ist meine Durchbruchdivision. Natürlich wollte ich, dass ich da durchbreche. Da hab ich keine Offensivlinie. Ja, was? Das sind keine Space Marines, das sind Durchbruchdivisionen. Warum erklärt Österreich Luxemburg den Krieg? Weil es kann. Aha. Paris ist gefallen. Nice. Sauber. Ja, ich hab da nicht eine einzige Truppe geschickt, aber egal. Oh Mann, wir brauchen das Vichy-Regime? Nein. Deutschland kannst du mal bitte annehmen, du bist Fuchs. Danke. Ah, aus Luxemburg. Okay, schlechte Nachricht, wir verlieren gleich wieder alle unsere Ressourcen aus Dutch East Indies. Aus German East Indies. Ja, der Brite hat da gelandet und der blöde East Indier ist zu blöd, sich zu verteidigen. Keine Division. Wer wollte schon wieder, dass ich in Mexiko spiele? Die Mex-
Mexikaner? Welche? Die illegal? Luxemburg hat kapituliert, jetzt gewinnen wir den Krieg. So, ja, das war ich. Wir gewinnen den Krieg. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum ich den Krieg erklärt habe. Voll! Das hab ich kein Wort. Achso, Luxemburg. Warte. Luxemburg. Warte, darf ich das packen? Nein! Ich will Wüsti? Ich will es auch nicht übernehmen, hier. Kriegst du. Danke. Ich mach noch leicht auf Luxemburg, nicht Pappen. Pappet Österreich. Österreich Pappes, oh. Ja, hab ich nicht. Ich war immer nett. Ah, ich? Oh ja, sorry. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich heute noch bei irgendwas beteiligt werde. Ja. Die eigentlich meine sein sollten. Naja. Jetzt wär's lustig, hätte Frankreich noch so 200 Divisionen in der Hinterhand und sie hätten jetzt nochmal durchbrechen. Die könnten nicht durchbrechen. Die haben keine Munition mehr. Woher wollen die bitte diese Division nehmen? Und die Munition. Ja. Und die Meister-Division, wie damals. Nein, das ist ein Phantom. Jungs, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, das ist. Türkei ist raus. Ah, oh, fuck, da guckt man einmal nicht an. Hast du KI eingestellt, Heiko, oder wie? KI, weil wir werden jetzt nicht sofort wieder rehosten. Wir haben viel zu viel heute gerehostet. Oh, ich erlaube das mal den Krieg. Wüsste, erklär mal schnell Krieg auf, Mosul hier. Mann, mir fällt sich ein, Saudi-Arabien. Oh, das ist wenn Orléans gefallen ist, glaube ich, kapituliert der Franzose schon. Ja, wenn Orléans gefallen ist, kapituliert der Franzose. Da kann ich nachschauen. Heiko, alles auf Orléans. Jo, das ist so gut wie tot. Also, das müsste. Auf jeden Fall zumindest. Oder? Ja, 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 das sieht gut aus, oder? Sieht nicht gut aus. Oder 99%. Ernst, jetzt noch irgendein kleiner Siegpunkt? Heiko, marschier mal kurz nach Nates, ganz an der Westküste. Der hat da nichts stehen. Lol. Komm, das. Wieso? Welche meine Truppen, die rennen. Ah, egal. Ich reg mich nicht mehr drüber auf. Hab mich im letzten Stream laut genug drüber aufgeregt. Ja. Ich hab's. Heiko, du bist einfach. Ja, danach ist es noch reich, wenn Nantes over ist. Ja, nee, keine Ahnung. Da laufen sie halt jetzt nicht automatisch, aber sonst überall. Gut, gut. Er müsste jetzt nicht kapitulieren. Ich hab's 100% Kapitulation. Nice. Ja, Heiko. 2000. Warum habe ich keine Punkte? Yes! Wieso bin ich nicht in den scheiß Kriegsdeal? Oh mein Gott! Hä, wieso bin ich aber auch nicht drin? Hä, was ist das für ein Bug jetzt? Ich find's toll. Heiko darf sich der Japaner jetzt ganz doll. Nein! Er kann sich's nehmen. Ich hau es einfach weg, hat er keine Truppen. Ja, ich darf jetzt nicht Frankreich nehmen, oder? Ja, aber was willst du denn haben, Wüstier? Das ist ja alles von Sowjetunion. Mein Russland halt! Ich will auch noch was von Russland! Ja, also, ich nehme nur das hier an der Seite, weil es okay, ich glaube, das Spiel ist ernsthaft verbuggt inzwischen. Wollen wir das nochmal laden? Nee, warte mal. Wir hatten. Ich weiß schon, wie das aussehen wird. Wenn die dann drücken, wird es noch einen Friedensdeal geben, wo ich und dann der Rest. Richtig. Spanien. Weil er Frankreich erobert hat. Spanien hat doch Frankreich erobert. Es geht jetzt erstmal um die Kommentaren. Ich hab auch ein Heiko, du nimmst italienische Provinzen. Hä? Okay, wo? Und Rhone. Wüsti! Rhone, ich hab mir. Wüstenfuchs. Die Region gehören mir, ich hab's erobert. Bitte, was hast du gesagt? Die Region hier im Osten gehören mir, weil ich hab's erobert. Redest du Japan hier oder? Ja. Ja, aber nicht hier Westrussland. Ja, ja, das nehme ich auch nicht. Ich nehme nur hier die Sachen im Osten. Na gut, dann passt's schon. Also, wir müssen halt sagen, bis wohin ich nehmen darf. Ja, also ich würde sagen, so wie du realistisch folgst, bist halt. Du weißt ja ungefähr, wo die Grenzen waren, oder? Ja, gut, ich nehme dann so ungefähr da, wo Union steht halt. Ja, von mir aus. Reicht schon. Kannst du schon leicht zum Hintergrund offen oder so? Du kannst eigentlich bis zum E von Sowjet nehmen, wenn du. Okay. Also. Ah, ich bin dran. Ja. Ja. Also ich krieg auch noch was vom Kaukasus. Aber von Frankreich. Heiko, du hast eine Hotline-Anfrage. Ja, wenn ich die jetzt annehme, dann ist der Safe schon kaputt. Achso, okay. Oh. Hey, ich wollte es nur witzigerweise anmerken. Ja, das ist für mich nicht mehr nicht ganz schlecht. Spanien, nimm noch mal hier deine Afrika. Afrika, genau. Ich glaube, das ist für eine Welt. Polen lebt noch, Jugoslawien lebt noch. Algerien gehört dir und. Naja gut, eigentlich war die Front mitten bei Ich zähl doch man sieht Heikos Division, was er erobern sich da, was er sich nimmt da. Heiko, du das hab ich erobert. So und so. Hä? Gabs hab ich erobert und Konstantin. Heiko, ruf das Gebiet da unten. Hättest verhalten mit den Verbündeten.
Letztes Mal mit dem Leute, ich kann... Ja, aber ich habe das so Oberschicht und ergreifend. Der Italiener ist in Frankreich irgendwann mal durchgebrochen, nachdem ich zum 300. Mal die Front nach hinten verschoben habe. Also sorry. Also ich habe jetzt Paris gestürmt. Ja, das deswegen ist ja okay, aber das heißt ja nicht, dass so. AFK. Krieg ich das, was das dauert ich noch ein bisschen. Nicht werden Frieden dieses AFK. Okay. Nee, ja. Hallo. Ich bin hier. Ja, hallo. Was? Krieg ich das, was ich auf dem Balkan noch hatte, als ich rausgeflogen bin? Achso, ich muss gar nicht AFK. Meine Frage hat gerade in Nordwest. Also. Ja, das ist Belgien. Das ist so ein riesiges Tier. Das ist schon Russland. Okay, der war nicht schlecht. Krieg ich noch Indochina? Ja, von mir aus, weißt du was, nimmst dir. Mir tut halt der Franzosenspieler nicht leid. Okay, oh, ich hab ja noch Hongkong. Sind die noch? Nein, komm, österreichische Kolonie. Ja, ich glaube, ich bin dann. Japan, bitte dann drücken, dann, wenn du alles genommen hast. User ja, left your channel. Das eine Stück hier. So. Okay, dann hättest du deine eigenen Provinzen. Ja, der... Schweiz, da nimmst du noch was. Ich glaub, du hattest French Comité eigentlich, oder? Ja, er kann das nehmen. Nein, das kann ich. Dann hat er wenigstens Eisenkreuz. Ich hab Afrika nicht vergessen. Meine Verbündeten haben rumgeheult, weil ich Frankreich Afrika nehmen wollte. Das ist ein Unterschied. Schweiz, was machst du da? Keine Ahnung. Klick nicht dann auf Burgund. Einfach dann klicken und nichts übernehmen. Habt ihr Frankreich? Nee, das wäre ganz schlecht. So, einfach dann. Da ist ein Knopf unten links, da steht D-O-N-E. Da drückst du drauf. Er hat es auf Deutsch. Ja. Dann ja, auf bereit, ja. Fertig, Ende. Mir egal, unten links der grüne leuchtende Knopf. Japan. Ja, ja. So, jetzt bin ich gespannt, ob es wirklich noch einen Provinzstil gibt oder ob dich das automatisch. Oh fuck. Nein, gibt's nicht. Border Gore. Oh je, ich hab eine Provinz vergessen. Ach so, aber ich soll die Provinzen nicht nehmen, ja? Okay. Jetzt kommt der Rest. Jetzt kommt der Rest. Also ich frage mich Italien, warum du jetzt meckerst wegen den Truppen, weil da steht nicht eine einzige italienische Armee. In meinem Gebiet. Ich meine, wenn ich was von dir genommen hätte, dann müssten da italienische Truppen stehen. Rein theoretisch. Aber stehen keine. Du weißt schon, dass ich sie dann zusammengezogen habe und bei Wüstenfuchs bei seinem Front... Das bezweifle ich immer noch ganz, ganz stark, dass du da irgendwas genommen hast. Das fette Ding da unten ist plus Ödland. Das sieht nur so groß aus, das ist ja nichts. Das ist kein Streit. Ich möchte ihm nur erklären, dass er Unrecht hat. Heiko, sollen wir das wie Gentleman klären mit einem offenen Krieg gegen uns beide? Dann kann ich auch einfach aus der Lobby kicken. Ich erklären, dass ich euch beide puppete. Wie wär's damit? Dann kriege ich dich halt auch noch. Okay, nein. Ja, weil das super ankommt, ne? Ich weiß. Aber wollte fast schon im Italiener das Provinz klauen. Sorry. Also der Italiener klaut auch gerade den Schweizern Provinzen, wenn wir ehrlich sind. Das ist der Deutsche. Achso. Überschreibst du mir dann die Stadt? Gib ihm einfach Franche Comté. Besançon. Ich gebe mich mit Besançon oder Dijon zufrieden. Das Lustige ist, du hast ja schon eine Pistole gehabt, oder du kannst sie dir nicht nehmen. Ja, aber er kann es mir doch. Ich kann es dir auch nicht geben, weil du noch nicht mehr in diesem Pistole drin bist. Ah. Hättest dir vornehmen sollen, wie ich es dir gesagt habe. Ja, er hat gesagt, drück gar nicht. Ja, weil du so ewig gebraucht hast. Außerdem weil ich nicht wusste, was ich machen muss. Hattest du in der einen Stunde noch keinen Pistole? Hattest du in der einen Stunde noch keinen? Ich hab das Spiel auf Deutsch. Ja, und dann, dass es bereit oder fertig oder sonst was heißt, fertig. Das weiß man. Er hat doch gar nicht so viele Punkte. Ich hatte 200. Er hat 1000, warte mal kurz, er hat 1800. Das kann ich mir trotzdem nicht leisten. Die Sowjetunion ich habe ja auch in Frankreich Zeit genommen, du Clever. Dann mach doch zu uns dann und mach doch zu uns zuerst dann und. Alter, wie wenig kann ich denn auf einmal nehmen? Das ging doch gerade alles. Ja, du brauchst ungefähr. Brauchst ungefähr so viel wie der zweite. Da ein bisschen passen, Türke. Also, Türke. Der Türke ist. Kann mir eigentlich mal jemand erklären, wieso ich gegen alle im Krieg bin? Nur Türke. Nicht gegen die USA. Ist doch gut. Ja, aber. Darf ich denn nämlich das? Wer hat denn was so ein. Die Türkei ist ausgerastet und hat sich ganz. Großbritannien? Da hat ganz, ganz viel was. Der hat da irgendwelche Sachen gepappet, die er nicht pappeten. Da, ey. Ja, aber Schimmel ist halt in der Türkei. Ja, liebe alles. Ja, moin, Alter. Ja gut, dann wird's halt ein kurzer Ach nö, die Sowjetunion gepappelt. Ernsthaft? Ja. Er hat die Republik von Belarus gepappelt. Ist mir jetzt auch nicht mehr so wichtig, also beim besten Willen.
Können wir die Republik Türkei den Krieg erklären? Ja, danach. Nein, ja. Können wir noch nicht, weil wir noch im Krieg mit den Alliierten sind. Was? Wer, wie, wann, wo? Weshalb? Ja, deine KI hat Scheiß gebaut, wir müssen die kurz zwanghaft alle die Grenzen wieder schön machen. Das sind wenigstens jetzt. Ja, Christian. Aber ich krieg doch sicherlich mein Osmanisches Reich. Du kriegst dein Osmanisches Reich, sobald wir wieder alles geglättet haben. Okay, darf ich wenigstens rein? Du kannst auch einen reinjoinen, uns die Fronten öffnen, wir marschieren da kurz durch. Ich meine, Deutschland, Österreich, könnt ihr euch nicht einfach kurz hochpassen und dann Take All machen oder sowas? Ja. Ja, mach gleich. Bin ich jetzt noch? Nee, ich bin nicht dran. Ich verliere dann, das heißt wahrscheinlich die Kontrolle und die Hälfte meines Verstandes. Ist das eklig? Die Sowjetunion hat Moskau und so. Willst du nichts mit den. Aber du hast nicht mehr genommen, als die KI kaputt gemacht hat, oder? Jetzt mach ich das auch. Soll's. Ach doch, soll's. Mach jetzt. Fertig hier. Danach erstmal direkt hier Türkei den Krieg klären. Geht nicht, weil wir noch im. Ja, lass mich bitte vorher rein. Österreich, dann. Achso. Muss ja nicht mehr Blut verschwendet werden, als. Dann. Oh, dann. Ja, ich dachte, ich hab schon. Dann. Müssen wir jetzt nochmal gegen die Russen kämpfen? Ah, also das ihr? Sieht so hässlich aus. Warum hab ich denn. Lol, was hab ich denn. Warum guck ich den Scheiß denn? Das ist eine Föderation. Guckt euch, was ist das denn da unten, Alter? Ja, du wolltest Kolonien, ich hab die Kolonien gegeben. Gut, dann. Seid ihr fertig? Roll, was ja. Haben wir? Dann Heiko, nimm mal bitte meinen Hotjoin an. Achso, ja, gut, wenn das ist ein guter Moment für einen Hotjoin. Bekomme ich die als Puppete dann? Moment, also wer jetzt noch Hotjoin will, jetzt, ihr habt 2 Minuten Zeit, dann mache ich den Hotjoin. No. Also können wir kurz auf Pause. Ich meine gesamten Einheiten. Wieso? In der Zeit, Alkohol, dass ich mal meine Armee sortieren kann. Damit ich zu euch komme. Ja, ich gehe auf 2 mal okay. Runter. Weil ich habe jetzt den ganzen Krieg gekämpft mit Armeen irgendwo. Wobei ich kämpfe immer noch mit unkoordinierten Armeen. Wie kann man nochmal einen Befehl abbrechen bei der Luftwaffe? Ja. Halt. Was? User joined your channel. Ah ja, es hatte ja Luftwaffe. Die habe ich ja überhaupt. Heiko, was sag ich mit Tobi? Hol den mal wieder her. Warum? Der ist witzig zum Reden mit. Stimmt. Aber ja, der ist leider Amerikaner. Kann man die auch als Puppet freilassen? Ja, muss aber auswählen. Achso, gut. Vor allem, es ist halt wie gesagt lustig, dass der Russe noch lebt. Guckt mal bitte nach, Stalingrad. Es gibt jetzt Ludendorff und Hindenburg. One. Irgendwer von euch rauscht und er rauscht immer lauter und ja, es war One der Only Scorpio. Ja, das passt manchmal mit mir. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem russischen Spieler? Der ist schon lange weg. Du bekommst auch nicht. Der russische Spieler ist doch schon lange gegangen, hat halt Größe. Nein, er ist immer noch in seiner Nation drin. Guck mal nach. Ja, der russische Spieler ist noch drin, aber der ist aus dem Spiel raus und der hat sich auch, wie nennt sich das? Auf Steam? Genau. Nee, nicht auf Steam, auf TS hat er sich halt stumm gemacht. Auf TS hat er sich stumm gemacht. Ja, ich kick ihn jetzt. Hat jemand Einwände? Nein, weil sonst gibt es später bloß irgendeine komische Verhandlung. Und ach so, Russland eben noch bei euch, okay. Ja, weil der ekelhafte Türke hier. Wir sind plötzlich so wenig Spieler. Der dreckige Demokrat. Gell, wir waren noch vor uns 13, 14 Leute. Ja, na, ich bin raus, ein Türke ist zwischendurch rausgeflogen. Eigentlich waren wir echt zu viele, ich hatte 9 ja. Erinnerungen, aber wir sind jetzt noch 10. Wir waren heute mehr als gestern. Ja. Letzte Woche. Heute mehr als gestern, yo. Ich frag mich nur jetzt, was Lubinato-Benulation gegen die Wand fahren will. Kann eine meiner Puppet in Afrika spielen. Das kann er machen, die kann auch gegen die Wand fahren. So, Heiko, machen wir?